Weil ich will euch noch ein Easter Egg zeigen, eins, was ziemlich gemein ist. Mal sehen, ob ich es schaffe, es zu triggern. Ich habe nämlich deswegen auch absichtlich das Zeug noch nicht angelegt, was ich gefunden habe. Also das Faded Ribbon und das Toy Knife. Weil sonst ist es schwieriger, dieses Achievement zu, dieses Easter Egg zu kriegen. Alrighty, what will it take for you to learn your lesson? So. Wir versuchen mal mit Tommy zu reden. You couldn't think of any conversation topics. So. You try to think of something to say again, but ironically, talking does not seem to be the solution of this situation. So. Und nein, das hat nicht funktioniert, also nehmen wir mal das Mystery Candy. So. Talk. Ironically, talking does not seem to be the solution. Toriel. Check. Das macht nicht genug Schaden. Hm. Spider-Donut. Toriel, check. Toriel, check. So, dem können wir noch mal ausweichen. Talk. Noch ein Item. Mal sehen, ob ich es hinkrieg. Nein, ich krieg's irgendwie nicht hin. Weil jetzt, wenn ich was mache, dann weichen ihre Feuerbälle aus. Okay, versuchen wir das Pi. Nein, ich will hier raus. Toriel, check. Und ich hab wieder. Nein. Ich krieg das selber irgendwie das Easter Egg wohl nicht hin. Jetzt muss ich. Ich versuch's noch einmal, indem ich mich hochheile. Aber da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen speichere. Also sind die ganzen Gegenstände weg, die ich jetzt gerade verbraucht habe, um das Easter Egg zu bekommen. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann muss ich mal kurz einen Cut machen und neu laden. So, nicht speichern, sondern einfach wieder runter. Weil ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden, damit euch ziemlich schwierig zu kriegen, das Easter Egg zu zeigen. Was ich selber eigentlich auch noch nie ausprobiert habe zu kriegen. Also, Tobi, already, what will it take for you to learn your lesson? Act, Tobi, talk. So. So, das Feuer. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch wieder nur einen Schaden kriegen. Ja. Okay. Lassen wir das. Dann unterbreche ich hier mal kurz und wir sehen uns gleich wieder, weil zum Neuladen muss ich das Spiel kurz beenden. Also bis gleich.
So, da sind wir jetzt auch wieder. Wir haben noch all unser Zeug, hoffe ich mal. Jo. Also können wir jetzt auch das Toy Knife, Your Equip Toy Knife und das Faded Ribbon anlegen. You equip the Faded Ribbon. So, jetzt haben wir zwei neue Items im Inventory dafür. Einmal die Bandage, die vorher unsere Rüstung war. Bandage, it's 10 HP. It has already been used several times. Ja, ganz alter Verband. Und ein Stick. Stick, Weapon Attack 0. Its bark is worse than its bite. Ach ja, und meine Maus ist wieder im Weg. Nee, Maus weg. So, also, dann machen wir jetzt den Kampf mal gescheit. Beziehungsweise, was heißt gescheit? Wir können nicht sterben, weil wie man vorhin gesehen hat, wenn ich auf 2 Punkte runterfalle, dann ist Toriel traurig und greift uns nicht mehr richtig an. So, deswegen... Act. Toriel, talk. The thing couldn't think of any conversation topics. So, wir verziehen uns mal in die Ecke. Und reden weiter auf Toriel ein. We tried to think something to say again, but... Au. Ja, man sieht, wir nehmen jetzt weniger Schaden. Toriel prepares a magical attack. Ironically, talking does not seem to be the solution to this situation. Wie auch immer. So, also reden bringt nichts, also müssen wir sperren. Mhm. Okay, das scheint schon mal was zu bringen. Au. Nochmal sperren. Ja, noch mehr Punkte. Wow. Und noch mehr Sperren. Und noch mehr Punkte. Au. Toriel looks through you. Sperren? Ja, Fragezeichen. Und what are you doing? Ja, ich krieg einen von dir reingebrezelt. Sperr. Attack or run away? Ich will aber dich nicht angreifen. Ich will einfach nur durch. What are you proving this way? Dass ich gut im Ausweichen bin. Fight me or leave. Nein, ich will dich nicht bekämpfen, Toriel. Oh. Stop it. Au. So. Toriel is acting aloof. Spare. Stop looking at me that way. Ja, und wir sind wieder auf 2 HP runter, also sperrt sie uns. Go away. Und sie greift doch nur noch mit diesem Zauber an. Hm. Toriel looks through you. Spare. Hm. Toriel is looking and acting aloof. I knew you want to go home, but... spare. But please go upstairs now. Nein. I promise I will take good care of you here. Nein. I know we don't have much, but... Wie sie jetzt lächelt. Das bricht einem fast das Herz. We can have a good life here. Ich will aber raus hier. Why are you making this so difficult? Und jetzt guckt sie wieder traurig. Please, go upstairs. Haha. Perfect, is it not? I cannot save even a single child. Ja, ihr Gesichtsausdruck verändert sich ständig. No, I understand. You would just be unhappy trapped down here. The ruins are very small once you get used to them. It would not be right for you to grow up in a place like this. My exceptions, my loneliness, my fear. For you, my child, I will put them aside. If you truly wish to leave the ruins, I will not stop you. However, when you leave,
Please do not come back. I hope you understand. Und jetzt umarmt sie uns. Goodbye, my child. Nobody picked up. Jo. Wir können jetzt wieder zurückgehen, erstmal uns heilen und dann verfolgen wir mal Toriel. Wo auch immer sie sich jetzt gerade versteckt hat. Denn wir haben unseren ersten Bossfight. Seems like the right size for Toriel. Den ersten Bossfight bestanden. Ja, die Butterscotch Pie. The size of the pie intimidates you too much for you to eat it. Ja, wir haben ja ein Stück Butterscotch Pie. Das reicht uns erstmal. So, wir haben den Bossfight sozusagen geschafft. Also speichern wir mal. Oh, und den alten Baum haben wir uns nicht angeguckt. Every time the oak tree grows any leaves, they fall right off. Ja, deswegen liegen so viel Blätter rum und der Baum sieht sowieso nicht gut aus, so schwarz wie er ist. So, jetzt. Ribbit, ribbit. Just between you and me, I saw Tori come out of here just a little while ago. She was carrying some groceries. I didn't ask what they were for. We are just too intimidated to talk to her. Ribbit. Gut, hier ist sie nicht drin. Wenn wir nämlich einen Bossfight sozusagen schaffen, dann befrieden wir auch das gesamte Gebiet. Oder auch nicht. Du bist der falsche Gegner. Ich muss mit Vegetoid reden. You fed your stomach. Vegetoid offers some healthy meal. And you should now eat your greens. So. Spare. La la la, just be yourself. So, und Spare. So viel zum Vorführeffekt. Normalerweise sollte eigentlich in den Ruinen jetzt keiner mehr mich angreifen. Waren vielleicht hoffentlich die letzten. So, hier gibt's nichts mehr. Ah doch, Vegetoid ist respawned hier drüben. Aber Vegetoid brauchen wir nicht. Nochmal Dinner, pat your stomach, eat your greens. So. You ate your greens. Achso. Ja, aus Versehen habe ich auf Flee gedrückt. So. Ribbit, ribbit. I hope you're satisfied. Ja, die sagen mir auch nichts Neues. Act, mold, small, imitate. Ja. Squatch. Den können wir allem leicht ausweichen. Mercy Spare. So kriegen wir auch noch ein bisschen Geld zusammen, was wir später gut gebrauchen können. Ja, 3 Gold. So, bei der Spinnenbäckerei hat sie sich nicht versteckt. Knowing the mouse might want to leave its soul, it's get the cheese. It fills you with determination. Jo. Hast du Toriel gesehen? Nein, du bist immer noch so garstig. Whimsome, terrorize. I can't handle this. Ja. Forget, können wir ein Kompliment machen. Au. Ja, jetzt sehen wir nicht mehr so viel Schaden durch Forget, dank des Ribbons. Also dank der Schleife. Hier können wir ruhig runterfallen. So kommen wir schneller durch das Gebiet durch. Flutsch. Der Walk da sagt nichts. Vorher ein Kompliment machen.
Luscious Deeply. Wibbit. Ja, Forget hüpft. Und Forget verzieht sich. So, wir müssen nämlich nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Wibbit, Wibbit. Excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act... Ja, das kennen wir bereits. Please use some mercy, human. Wibbit. Wimsum, terrorize. I can't handle this. Terrorize your arms. Ja. I can't handle this. Ja, so weichen uns auch seine Schmetterlinge aus, wenn wir ihn terrorisieren. So, hier dürfte ja eigentlich eine battlefreie Zone sein. Jo, hier kommen wir ganz normal durch. Und hier kommen wir auch ganz normal durch. So. Das hatte ich euch ja in der letzten Aufnahmesession vorgelesen. Das ist nämlich der Pfad hier. Ist unter den Stacheln versteckt. Hallo, Dummy. Dummy hat uns nichts mehr zu sagen. Dummy ist immer noch totgelangweilt. Das mit den Schaltern hatten wir auch. Die hier sind übrigens alle wieder aktiviert, aber das ist ja egal. So, hier sind wir Flowey begegnet und hier haben wir gestartet. Und hierhin hat sich Tori zurückgezogen. Do not worry about me. Someone has to take care of these flowers. Do not worry about me. Someone has to take care of these flowers. Ja, die Blumen, die im Licht sind. Jo. Sie wartet halt drauf, dass jetzt wieder jemand runterfällt. Flowey ist ja zum Glück weg. Also machen wir uns jetzt auf den Weg zurück. Speichern dort und bevor wir da die Ruinen verlassen, gibt es wieder einen Cut. Aber wir haben wenigstens jetzt die Ruinen schon mal abgeschlossen. Und ich hoffe mal, wir können einen Großteil des nächsten Gebietes in der nächsten Aufnahmesession abschließen. Dass ich so... Eigentlich hatte ich es fast schon geplant, ein Gebiet pro Aufnahmesession. Beziehungsweise einen Miniboss pro Aufnahmesession. So wie jetzt gerade Toriel. Dum. Dum, dum, dum. So. Ich hoffe mal, wir bleiben jetzt größtenteils vor Fights verschont. Weil eigentlich ist es wirklich in jedem Gebiet so, dass... Wir haben so ein Terrorize, dass, wenn wir das Gebiet befriedet haben, also wenn wir den Boss besiegt haben, dass dann das Gebiet befriedet ist und wir nicht mehr angegriffen werden. Was halt im späteren Verlauf des Spiels praktisch ist, um sich frei zu bewegen. Oh. Das wollte ich nicht aus Versehen auf Fight drücken, aber jetzt hat man es mal kurz gesehen, den Fight-Bildschirm. Forget you didn't understand what you say, but was flattered anyway. Luscious Deeply. So, Spare und Gutes. Und ja, solange ich keinen Gegner, kein Monster töte, ich sage immer Gegner, dabei sind das nette Monsters, tue ich auch mal mir den Pazifisten-Run nicht verhunzen. Wimsum terrorize. I can't handle this. Au. Aber du kannst mir trotzdem wehtun. Wenn ich so doof bin und in dich reinfliege.
und raus sind wir. Modsmall, Flirt. What a meaningful conversation. Slime sounds. Doing, doing, doing. Spare und ein Gold. Knowing the mouse, ja. It fits you with determination. Wow, schon 100 Stunden haben wir hier gespielt. Das Spiel ist wirklich lang, oder? Und mein Heider könnte jetzt vielleicht sagen, dass das, was die Vorgänger zwischen den Beinen haben, falsch aussieht. Wow, das ist jetzt eine große Gruppe. Also erstmal Lux loswerden. Finally someone gets it. Wow. Au. So. Farmed local. Local. Very local. Au. Vegetoid. Dinner. You pet your stomach. Healthy meal. Eat your greens. So, habe ich gemacht. Spare. Und ja, das hier ist jetzt ein riesiger Dreierfight. Und Spare. Gut. Und weiter. Und da sind wir auch schon durch. Gut. Speichern wir. Seeing such a cute, tidy house in the ruins gives you determination. Safe. Gut, dann würde ich sagen, war's das mal wieder für die Aufnahmesession. Es gibt hier jetzt wieder einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.